Hab das einem Freund von mir erzählt in Bielefeld, was ich so erlebt habe. Der ist Psychologiestudent im 27. Semester. Und das ist in Bielefeld ganz normal. Man studiert so lange, bis der Stoff sitzt. Warum nicht, ne? Kann man auch machen. Und der hat mir gesagt, ja, wenn du auf der Bühne bist, braucht halt der ein oder andere ein paar Sekunden, um wieder klarzukommen in seinem Leben. Die Zeit kannst du verkürzen. Du musst dafür sorgen, dass die Zuschauer eine Schicksalsgemeinschaft sind. Wenn du das gut machst mit Stockholm-Syndrom, es ist wirklich ganz harmlos, wir probieren es aus. Es soll angeblich klappen. Wenn ihr alle mitmacht, spüren wir was. Wenn ich so mache, dreht ihr euch um und sagt zur Person hinter euch, schön, dass du da bist. Es ist sehr wichtig. Und zwar genau jetzt. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ruhig auch mal zweimal sagen, ne? Es ist sehr wichtig. Der ein oder andere hat mein Vertrauen missbraucht, glaube ich. Okay. Ich habe es früher wirklich probiert mit der Person neben einem. Ging nichts, da sitzt oft der Partner. Aber ist okay, ne? Ich würde gerne diese Stimmung jetzt nutzen, um einen Witz rauszuhauen, damit ihr merkt, hey, Comedy. Okay, mach ich. Was essen Piraten am liebsten? Kapern. Ne, der Veranstalter hat mir gesagt, fang mit deinem besten Witz an, dann hast du die. Ne? Kleine Hintergrundinformation, kapern ist doppeldeutig. Das muss klar sein. Ne? Dann ist das wirklich. Kapern, hey, könnt ihr auch in der Pizzeria ausprobieren, das ist echt lustig. Ich habe den Psychologiestudenten gefragt, was, wenn es nicht klappt? Der so, ja, dann haben die wahrscheinlich gemerkt, dass du Hauptschüler bist. Ich so, wie? Und der so, ja, sieht man, ich habe den Hauptschulabschluss. Okay, wir machen es noch einmal. Ich habe den Hauptschulabschluss. Hey, wow, danke, danke schön. Ja, bitte, halt doch auf. Ist doch nichts Besonderes, es ist wirklich ganz einfach. Es ist wirklich nicht so, wie es sich anhört. Das ist einfach lernen und dann packt man das. Das ist wirklich. Die Hauptschule hat in Deutschland leider einen schlechten Ruf. Es ist einfach so. Ich weiß noch damals, als ich in die Hauptschule ging, dachte ich, boah, cool, die Leute haben Respekt vor mir. Bis ich leider gemerkt habe, über uns lachen sogar die Waldorfschüler. Ich dachte wirklich immer, die Waldorfschule gibt es nur, damit die Nahrungskette auch ein Ende hat. Nee, aber auch die lachen. Ne? Gut, dürfen ja lachen, warum nicht, ne? Und Nachrichten. Immer die gleiche Schlagzeile. Die Hauptschulen sollen doch endlich abgeschafft werden wegen Chancengleichheit. Viele Hauptschüler freuen sich schon. Boah, Abschaffung, endlich keine Schulpflicht mehr. Erstens ist das so nicht gemeint. Und zweitens darf man die Hauptschulen nicht abschaffen. Es sind die mit Abstand sichersten Schulen in Deutschland. Da wird es doch nie einen Amoklauf geben, weil jeder weiß, da wird zurückgeschossen. Also, es ist einfach, ne? Ja, natürlich. Doch klar. Ja. Ich habe Schüsse gehört. Ali, Mohammed, Hassan, ihr geht dahin. Erkan, Ali, Mohammed, ihr kommt mit mir mit. Lehrer, ganz ruhig, keine Polizei. Wir machen das. Ne? Mein erster Schultag war der schlimmste. Ich kam in die Problemklasse. Ich hatte 4 Klassenlehrer. Bis mir irgendwann einer sagte, nein, die 3 anderen kannst du ruhig duzen, das sind deine Klassenkameraden. Einer war ganz schlimm, hat von seinem Sohn abgeschrieben. Also wirklich, wenn ich nicht abschreiben darf, kriegst du Hausarrest. Papa, wir haben doch kein Haus. Und mittendrin war ich der einzige Marokkaner, Nordafrika, war für die Lehrer eine große Umstellung. Mit mir konnten die nicht einfach so türkisch reden. Abdel Karim, wir denken, du bist an dem Tisch hier ganz gut aufgehoben, der Ausländertisch. Saß ich da mit 2 Deutschen. Ja, wirklich. Also wirklich. Ja, Urdeutsche, ne? Natürlich, ja, klar. Ich so, ja, hallo, ich soll hier hinkommen. Ja, nimm Platz, ich bin Wladimir, das ist Vitali. Setz dich. Das waren halt, ne? Ja. Das Hauptproblem an der Hauptschule, kann man ganz offen sagen, sind die Vorurteile. Es gibt leider viel zu viele Vorurteile. Es ist zum Beispiel die Schule angeblich für die faulsten Kinder, die so schnell wie möglich raus möchten. Stimmt nicht. Ein Freund von mir ist schon sehr lange Hauptschüler. Der hat es endlich geschafft in die 9. Klasse, nach 11 Jahren Anlauf. Jetzt abbrechen oder was? Ich bin doch nicht doof. Noch 2 Jahre habe ich Abitur. Und das Hauptvorurteil, was wirklich sehr viele haben, die Hauptschüler haben noch nie gelernt, wie man Meinungsverschiedenheiten ausdiskutiert. Könnte was dran sein, Lehrer sprechen Hochdeutsch, Schüler sprechen Hochhausdeutsch. Ist nicht so einfach. Aber trotzdem ist die Hauptschule die einzige Schule, die ich kenne, wo wirklich auch mal Schüler die Lehrer kritisieren. Ich weiß noch, Technikunterricht, da kommt der Lehrer rein. Liebe Kinder, liebe Erwachsene,
Wir haben drei verschiedene Schrauben. Bitte immer nur die passende Mutter zur passenden Schraube. Achmed, das sehe ich von hier, du hast die falsche Mutter. Da-dang. Ey, Lehrer, sag nichts gegen meine Mutter, du Opfer. Zwei Tage später haben wir das Problem gelöst, wir hatten einen neuen Lehrer. Weitere zwei Wochen später gab es endlich Zeugnisse. Und diese Erlebnisse in der Hauptschule haben mir gezeigt, du brauchst ein Hobby, um endlich zu klären, wann ist man Deutsch, wann nicht mehr. Und ganz wichtig, wer entscheidet das? Wer hat die Deutschungshoheit? Das ist nicht so einfach. Ich habe vieles ausprobiert und bin dann zu meinem Lieblingshobby gekommen, dass ich das ein paar Jahren erfolgreich durchziehe. In meiner Freizeit zeige ich sehr gerne, dass ich integriert bin. Ja, ich habe den Gesellschaftsteilnahmeschein. Bin ich auch stolz drauf. Ich bin einfach der Meinung, fremde Kulturen müssen aufeinander zugehen. Ganz egal, wie verschieden sind. Es gibt auch im wahren Leben viele Zeichen für ein gelungenes Miteinander. Es gibt zum Beispiel heute viele Deutsche, die zu einem Versicherungskaufmann gehen, der Achmed heißt. Ohne Bedenken, ohne Panik. Hallo Achmed, ich hätte gerne eine Hausratversicherung. Früher war das anders. Da haben die Deutschen eine Hausratversicherung abgeschlossen, wenn der Nachbar Achmed hieß. Das sind wirklich kleine Unterschiede, die aber zeigen, hey, Achmed ist angekommen, natürlich. Na klar.